In diesem Kapitel geht es um die Selbstheilungspyramide. Alle Formen von Heilung sind immer Ausdruck von Selbstheilungsprozessen. Man kann sagen, jede Heilung ist immer Selbstheilung. Alle lebenden Systeme sind in der Lage, Selbstreorganisationsprozesse, Selbstheilungsprozesse einzuleiten und aufrechtzuerhalten. Und sie nutzen dabei die natürliche Tendenz des Körpers, sich immer wieder aus dem Chaos heraus in die Ordnung, in die Harmonie, in die Balance hineinzubewegen. Und damit sind wir mit unserem Wunderwerkkörper an einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, eigentlich passiert Heilung von selbst, aus sich selbst heraus. Und wir als Ärzte und Therapeuten können diesen Prozess letztendlich nur begleiten. Heilen tut die Natur selbst. Aber das Wunderwerk Mensch hat so viele Möglichkeiten entwickelt, sich selbst zu heilen, und die Natur um uns herum kann diese Möglichkeiten anregen, verstärken, ausbalancierend, helfen, unterstützend eingreifen. Und wir wollen uns jetzt anschauen, auf welchen Ebenen dies möglich ist. So haben wir einmal die körperliche Ebene. Die körperliche Ebene, die wir mit Operationen, mit chemischen Mitteln, aber auch mit Bestrahlung, mit Chemotherapie. Nicht? Wir haben da in der Schulmedizin ganz viele Möglichkeiten gefunden, hier auf der körperlichen Ebene direkt einzuwirken, Organe zu reparieren, Organe auszutauschen. Und da haben wir natürlich große Fortschritte gemacht. Aber es ist und bleibt in der sogenannten Heilungspyramide, wie wir es hier sehen können, bleibt es letztendlich nur ein kleiner Teil, den wir hier mit der Schulmedizin in der klassischen Weise bedienen. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, mit hochdosierter Naturmedizin, mit Heilkräutern, die sich in allen Kulturen über Jahrtausende bewährt haben, wo altes Heilwissen zur nächsten Generation weitergegeben worden ist und wo wir heute wissen, wissenschaftlich untersucht, wie diese Naturmedizinrezepturen auf den Körper, auf den physischen Körper, auf diese unterste Ebene physischer Körper einwirken. Wunderbare Möglichkeiten, die uns hier zur Verfügung stehen. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, durch unsere Ernährung, durch Bewegung, durch Massagen, durch Krankengymnastik, durch Yoga, Tai Chi, wir haben ganz viele Möglichkeiten der gesunden Lebensführung, um eben auch dieses Wunderwerk Körper auf dieser physischen Ebene so zu bedienen, dass es ihm leichter fällt, immer wieder seine Balance, sein Gleichgewicht zu finden. Und so können Selbstregulations-, Selbstheilungsprozesse besser gelingen. Wir sehen schon bei der Ernährung, bei den Heilpflanzen, bei Massagetechniken, bei Yoga, Tai Chi, solchen asiatischen Formen, beeinflussen wir nicht nur den physischen Körper, sondern auch schon die Ebene darüber, den energetischen Körper. Wir gehen in allen Heilsystemen dieses Planeten davon aus, dass es in der Pyramide eine Stufe höher den energetischen Körper gibt, der auch durch spezielle Verfahren zu beeinflussen ist, der auch mit Naturkräutern, aber auch durch Ernährung, Bewegung, Entspannung weiterhin so zu beeinflussen ist, dass auch der in eine Balance hineinfinden kann. Auch in diesem energetischen Körper befinden sich auch nach der Lehre der fünf Elemente die Akupunkturbahnen, die energetischen Bahnen, durch die Emotionen hindurchfließen, und diese Emotionen steuern dann auch den körperlichen Ausdruck. Gehen wir eine weitere Ebene höher, kommen wir jetzt auf eine geistig-mentale Ebene. Diese mentale Ebene wird gesteuert von unseren Gedanken, unseren Erwartungen, die wir an uns selbst haben, die wir an das Leben haben, die wir an andere haben. Und hier können diese Konzepte, diese Lebenskonzepte, dieser Lebensstil, der auf dieser Denkweise beruht, der kann natürlich erheblich dazu beitragen, dass wir auf unserer energetischen und körperlichen Ebene im Gleichgewicht sind oder eben auch nicht. So kann es sein, dass wir in Trägheit ganz dumpfe Gedanken haben, dass sich die gleichen Gedanken immer wieder im Kreise drehen und nichts wirklich vorangeht. Es kann auch auf der anderen Seite sein, dass wir von so vielen Ideen und
Süchten und Begierden getrieben werden und regelrecht durchs Leben gepeitscht werden und immer wieder hinter ein oder nächsten Karotte wie ein Esel hinterherlaufen. Über dieser dritten, dieser mentalen Ebene haben wir eine intuitive Ebene und hier kommen wir schon mehr in den Bereich der Gefühle, auch des Bauchgefühls, der Intuition, diese Stimme, die da aus der Tiefe, aus der inneren Weisheit heraus, wie so ein innerer Arzt uns führen will auf einem Weg, der möglichst zu einem gesunden, zu einem langen, zu einem erfüllten Leben führt. Und auf dieser Ebene der Intuition, da vermischt sich auch schon die nächste Ebene, die Geistebene, die höhere Geistebene spielt hier mit. Da ist jetzt unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein. Hier formt sich in der obersten Ebene, in dieser Geistebene, hier formt sich etwas, was wir sagen, wo wir sagen können, hier entsteht so eine innere Grundhaltung, nicht? Eine Art Sichtweise auf das Leben. Und die kann sehr distanziert sein, wo wir als Beobachter uns selbst im Leben agieren sehen. Und dieser Beobachter, der formt dann eine innere Haltung für sich, die dann wiederum genährt wird durch unterbewusste Strukturen, durch intuitive Strukturen, dann aber auch durch den mentalen Geist. Und dieses Zusammenspiel von Geist, Intuition, Bewusstsein und Unterbewusstsein formt dann letztendlich unsere Gedanken, die heizen die Emotionen an und der Körper bringt dann das zum Ausdruck, was sich auf emotionaler, auf energetischer Ebene hier ausdrückt. Also an einem Beispiel, wenn ich im Unterbewusstsein sehr stark mit dem Überlebenskonzept konfrontiert war, in die Sichtbarkeit treten zu müssen, weil ich von meinen Eltern nicht beachtet worden bin, oder wenn mein Vater mir zum Beispiel immer wieder klar gemacht hat, du kannst das nicht, du schaffst das sowieso nicht, dann kann es sein, dass ich in ein Programm hineingerate, wo meine innere Haltung sehr stark darauf fixiert ist, es anderen beweisen zu wollen, dass ich etwas wert bin, dass ich etwas bin, vielleicht etwas Besonderes bin. Und so habe ich ganz viele Gedankenkonzepte, die mich dann auch entsprechend herausfordern, wo ich mir Herausforderungen suche und dann möglicherweise sehr schnell auch in Stress gerate, in Stress perfekt zu sein, in Stress alles richtig zu machen. Und so kommt mein energetisches System in eine Wallung hinein, in einen Zustand hinein, wo dann entsprechend, wie wir es in den anderen Kapiteln gesehen haben, dann eine große Gefahr besteht, in ein Burnout hineinzubekommen oder in Stresskrankheiten dann zum Herzinfarkt zu kommen oder zu anderen Krankheiten, die wir an anderer Stelle ja noch erwähnen werden. Das heißt, der Körper bringt das zum Ausdruck, was da energetisch angeheizt und angetrieben worden ist. Also der Körper letztendlich als Ausdruck des Energetischen, das wiederum als Ausdruck des Psychoemotionalen und das letztendlich als Ausdruck des Geistigen, der geistigen Haltung, mit der wir in das Leben hineintreten. Und so beginnt Heilung natürlich immer im Kopf, mit der inneren Haltung, mit der Einstellung, dem Grundsätzlichen, der Intention, heil sein zu wollen und dafür auch die Bereitschaft aufzubringen, etwas dafür zu tun und das Ergebnis eben auch für möglich zu halten und einen Weg auch als umsetzbar möglich zu halten. Und so beginnt die Heilung dann mit dem ersten Gedanken auch, dass Heilung möglich ist und dass ich jetzt die Entscheidung treffe, diesen Weg zu gehen. Und umso mehr ich ihn mit guten Gedanken, mit zielgerichteten Gedanken und auch mit einer Prise Dankbarkeit und Freude an dem, was ist, Freude an diesem Systemkörper, wenn ich es damit begleite, dann kann auch die später einsetzende Naturmedizin, die Naturheilkräuterrezepturen, die können dann auch diesen Prozess der Selbstheilung unterstützen. Und
Wir haben die Möglichkeit, durch all die erwähnten Techniken, auch wie Rüdiger sie nochmal in der Psychosomatik erwähnt, einen Beitrag zu leisten, Rahmenbedingungen zu gestalten, unter denen die ganz natürlichen Selbstheilungsprozesse besser gelingen können.